Ja, hallo und herzlich willkommen zu Anno 1404 Venedig. Wir haben einen Auftrag. Eskortieren Sie ein Schiff. Tun wir das denn? Ja, das tun wir. Das Schiff kommt nicht wirklich schnell voran. Naja. Läuft alles bestens. Hier können wir es eigentlich mal ausbauen ein bisschen. Aber egal. Wir müssen erstmal unseren Handel weiter nach oben steigern, um auch mehr Geld zu bekommen. Ah ja, okay. Ah, okay, so. Er lädt denn jetzt auch die ganzen Waren ein. Na los. Na los. Na los. Geht doch. Aber kann man so einiges bekommen? An Geld. Und ich werde erstmal ein bisschen den Hafen erweitern. Obwohl wir soweit eigentlich alles haben. Ich will auch eigentlich jetzt im Moment gar nicht mal so viel Geld ausgeben. Später will ich unbedingt mal so sein wie du. Meine Einfälle sind immer die allerbesten. Ich fühle mich ein bisschen gemobbt von ihm. Ja. Ja, machen wir es so. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein. So, so. So. Und so. Und dann kommt das hier so hin. Ja, das ist doch gut. Und vielleicht die Insel ein bisschen ausbauen, aber... Oh, Bedürfnis. Ja doch, hier ist es. Ein Schiff hat die Region wohlbehalten verlassen. Na, das finde ich doch schön. Ein Mordsgaudi. Ja, los, führe den Kampf durch. Erstmal hier einladen. Oh, das war aufwärts. Egal. Ah ja, okay. 160 fürs Holz, 720 für... Genau ja. So ist es richtig. Ja, so würde ich es auch sehen. Dann will ich mal gucken. Eventuell will ich noch... Ach so, nein, halt, nein. Ausladen. Das hier. Und einladen will ich so 10 Tonnen etwa. Ja, somit kriegt man noch extra Geld. Schickt uns nicht weg, wir machen bestimmt kein Ärger. Ich genau schwör's. Die wunderbaren Bettler, die Kumpanen. Fällt mir jetzt direkt ein Stein vom Herzen. Ja, damit haben wir direkt ein neues Gebäude, nämlich das Armenhaus. Das wird perfekt hierhin passen, deswegen setze ich es auch hier hin. Und da haben wieder ein paar von uns ein Dach über dem Kopf. Danke. Ja, bitte. Ja, was wollte ich sagen? Verdammt. Desto mehr Bettler in eure Stadt kommen, oder in meine, ist ja auch egal in welche Stadt, desto mehr Aufstiegsrechte gibt es. Das heißt, da waren eben vorher 78 oder 76 und dann noch plus 2 dazu gekommen.
Ja, vom Vorteil schätze ich das. Und sie brauchen auch nicht viel, sie brauchen einfach nur Fisch, Most, Marktplatz und Kapelle. Und ihre Bedürfnisse werden sich auch nicht erweitern. Das ist wunderschön. Und wenn man jetzt die Bettler wegschickt, also kriegt man erstmal von den Patriziern oder von den Adligen, die in der Stadt hat, Geld. Und je nachdem, welchen Status man hat, desto mehr Geld bekommt man denn am Ende. Aber da ich noch keine Patrizier habe, bringt das mir nicht viel. Aber der Nachteil ist auch, sie kommen als Feinde zurück und würden jetzt zum Beispiel die ganzen Produktionen lahmlegen. Das heißt, ich kann nichts produzieren, zahle aber trotzdem weiter die Kosten. Schöne Kacke. Sag ich dann nur. Naja. Ich werde mal erstmal. Was? Achso. Okay, was ja. Kann ich dem Kaiser? Danke. Ihr habt dem Kaiserreich einen großen Dienst erwiesen. Würde ich aber lieber wieder verkaufen. Ich bin gern bereit, mit euch zu handeln. Mit diesem Handel bin ich einverstanden. Ich auch. Ich hoffe, ihr findet. Oh. So. Ich schlage ein. Und dann mache ich noch irgendwas. Mal was Witziges. Und zwar. So. Ich helfe euch gerne aus. Kommt nur. Und dann gleich noch. Also es kostet dem 500, aber meine Güte. Hat man. Ihr habt ein gutes Geschäft. Umso gemacht. Schneller sein Ansehen im Orient gesteigert. Ich helfe euch gerne aus. Ich persönlich finde das mit toll. Mit diesem Handel bin ich einverstanden. Und ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen ausbauen. Kann ja nur schauen. Oh, so. Nein. So will ich das. Obwohl doch, lassen wir es so. Da habe ich meine Idee. Auch cool, hier ist freies Feld und man kann nichts hinsetzen. Egal. Ja. Dann kann man da auch noch später irgendwas hinsetzen. Ich weiß zwar nicht was. Exzellent. Dass sie sich so freuen. Meine Güte. Krieg ja schon Angst. Oh, so. So. So, so. So, so. Ja, so einen kleinen Hinterhof gestalten. Ihr bringt ein Zeichen eurer Freundschaft? Ja, gleich. Ein bisschen gedulden. Mir ein Anliegen, eure Taten durch diese bescheidene Geste zu. Na, wie viele brauchen wir denn? Ach so. Ihr werdet wieder von mir hören. Oh ja, seht euch den Preis an, den wir erhalten haben. 1854. Das nenne ich mal ordentlicher Preis. Ja, hier geht alle gut in der Höhe. Siedlung fehlt es an Gemeinschaft. Und ja. Was? In meiner Siedlung? Oh, ja, okay. Schon kapisch. Achso, ja. Ah, natürlich, du auch. Lass ein paar Münzen sprengen, dann geschieht dir nichts. Wovon träumst du nachts? Wie gesagt, wovon träumst du nachts? Von Geld.
Ich glaube, du hast nicht begriffen, was auf dem Spiel steht. Hab ich auch nicht. Will ich auch nicht. Oh. Ja, dieser entzückende kleine Pfeil, der über der Kapelle schwebt. Da sieht man gleich Auftragsprojekt. Dieses Projekt. Auftragsobjekt. Dieses Objekt ist Teil eines Auftrags. Ja. Das heißt so viel wie: Findet eine Nonne in dieser Stadt. Ist natürlich praktisch, war noch so eine kleine Stadt. Ich betone mal wirklich kleine Stadt. Hat man es einfacher, sie zu finden, wenn man jetzt irgendwie so eine Metropole hat. Na denn, gute Nacht. Der denn sucht, hat die sogenannte Anus-Karte gefunden. Ah ja, ich hab sie. Da ist sie. Ihr habt Neuigkeiten wegen meines Anliegens. Die flüchtige Braut. Eure Freundlichkeit beschämt mich. Aber ich hätte natürlich Geld besser gefunden als alles andere. Und ich kann ja mal. Hier mache ich 30 Tonnen. Genau wie hier. Achso, ja. 40. 10, ja, wie viel? Ohne eure Hilfe kann ich diesen wichtigen Auftrag nicht erfüllen. 10 Kohle? Nee, die brauche ich. Noch ist Zeit. Für was? Ich will es wissen. Naja. Wie viel haben wir eigentlich? Was? Das geht zurück? Der Bestand? Falls sich jemand wundert, warum ich das gerade getan habe. Ich will nicht, dass sie überlastet sind. Mit der Produktion. Man muss die auch hier gar nicht so wirklich mit den Straßen verbinden, nur sieht das besser aus. Na. Na bitte. Dann können wir das auch hier hinsetzen. Und wir verkaufen einfach mal noch ein bisschen das hier. Ja, bis 65 sollte reichen. Und noch ein bisschen davon. Ja. So. Passt alles. Und noch ein zweites Gelage. Ich hoffe, der Platz reicht. Sieht nicht ganz so aus. Nee. Verdammt. Na gut, wir sehen uns im nächsten Part und bis dahin, ciao.